Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Marco. Wir sind jetzt mittlerweile schon im Januar angelangt, also aktuell ist schon Ende Januar. Und ja, damit rückt natürlich unser lang ersehntes Frühjahr immer näher. Ich denke mal, in 6 bis 8 Wochen sieht es draußen schon wieder ganz anders aus. Und dann hat man auch mal wieder richtig Bock, angeln zu gehen. Das ist aktuell nicht der Fall bei mir. Wir haben etliche Sachen hier noch zu regeln in der Halle. Neue Produkte, die produziert und verpackt werden müssen. Ja, deswegen geben wir Vollgas und dann geht's zum Frühjahr wieder weiter. Ja, was steht an? Wir haben wieder etliche Fragen von euch bekommen. Wir hatten ja ein Gewinnspiel laufen gehabt beim letzten Mal. Da haben wir den Gewinner bereits benachrichtigt und er hat natürlich auch schon seine Ware bekommen. Auf jeden Fall nochmal Glückwunsch dazu. Ja, fangen wir wieder wie sonst auch mit den Fragen an. Und danach gibt es noch die ein oder andere Neuigkeit. Und ja, wir starten jetzt mal mit der allerersten Frage. Die haben wir vom Timo bekommen. Wo möchtest du dieses Jahr hinfahren und wirst du uns auch wieder mit einem Video dort versorgen von diesem Trip? Ja, also wir haben in 2 Wochen haben wir unser Team-Meeting bei mir zu Hause. Da wollen wir besprechen, was wir dieses Jahr alles filmen möchten oder was für Videos wir produzieren möchten. Und ich habe schon ein paar Ideen, auch mit den Jungs, mit denen ich diese einzelnen Videos auch gerne machen möchte. Aber das alles wird dann im Februar, also Mitte Februar, besprochen. Wir treffen uns, wie gesagt. Und ich persönlich habe eigentlich noch keine richtigen Ziele, was ich auf jeden Fall machen möchte. Letztes Jahr hatten wir das eigentlich relativ früh im Jahr schon festgesetzt, welche Trips wir machen, welche Videos wir machen. Dieses Jahr will ich das ein bisschen anders machen, damit man nicht ganz so verplant ist. Vielleicht auch den einen oder anderen spontanen Trip irgendwo hin machen und auf jeden Fall nicht mehr so lange Trips zu machen. Hier in der Firma ist auch immer mehr zu tun. Wir stellen auch noch nächsten Monat einen ein, eine Hilfe wahrscheinlich. Und ja, wie gesagt, hier geht es steil bergauf und deswegen kann ich auch keine 2 Wochen mehr am Stück los. Deswegen wird es eher Kurztrips bei mir werden in diesem Jahr. 3, 4, 5 Nächte maximal. Und ja, lassen wir das Jahr einfach mal auf uns zukommen und wir schauen einfach mal, welche Videos wir am Ende für euch produzieren können. Planbar ist das nicht immer. Wir hatten auch schon in der Vergangenheit Videodrehs, wo es halt nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt hatten, wo wir dann halt kein Video erstellen konnten am Ende. Und ich denke mal, mit diesen Kurztrips ist es deutlich einfacher und wir können euch mit mehreren Videos in diesem Jahr sicherlich versorgen. Eine Sache vielleicht noch zum Video, zu den Videoterminen. Wir haben jetzt im Februar haben wir 2 kurze Sessions, wo wir auch filmen wollen. Also vielleicht klappt es, drückt uns die Daumen, dass wir vielleicht noch ein schönes Wintervideo für euch filmen können und euch zeigen können, wie wir im kalten Wasser vorgehen. Ja, das zu dieser Frage. Dann kommen wir zu der nächsten vom Fabian. Wie unterscheiden sich eure Murmeln zu dem Rest auf dem Markt? Denn irgendwie sagt jeder Body-Produzent, dass sie die besten produzieren. Oder sind es einfach nur Qualitätsunterschiede in Sachen Zutaten? Also wer mich kennt, der weiß, ich spreche eigentlich so gut wie nie über andere Boilies oder andere Firmen auf dem Markt. Es ist einfach nicht meine Art, über andere Firmen herzuziehen oder über die zu urteilen, über deren Produkte zu reden. Das mache ich nicht. Wir konzentrieren uns auf unsere Produkte. Von meinen Produkten oder von unseren Produkten kann ich halt sagen, dass wir die bestmöglichen Zutaten auf dem Markt einkaufen. Wir kaufen keine abgelaufenen Milchprodukte bei irgendwelchen Kindermilchproduzenten, wir kaufen keine Reste aus irgendwelchen Getreidemühlen. Das sieht man übrigens bei vielen Boilies, dass ein hoher Maisanteil ist und meistens, es gibt halt einmal Maisvollmehl, was wir zum Beispiel einkaufen, das ist immer frisch und es gibt halt diese Reste aus den Getreidemühlen, aus den großen Mühlen in Deutschland und das sind halt Abfallprodukte und in diesen Resten sind zum Beispiel
ja, wie soll ich es beschreiben, die Hüllen von dem getrockneten Maiskorn. Und diese Hüllen, die findet ihr halt auch in vielen Boilies auf dem Markt. Man sieht es schon, wenn man die Boilies in der Hand hat, dann sieht man diese durchsichtigen Hüllen im Boilie verarbeitet. Das sind halt Sachen, die wir nicht machen. Wir setzen halt auf frische Vollmehle, Getreidemehle aus vollem Korn, Fischmehle direkt ab Werk, ohne Zwischenhändler. Fischmehl kommt bei uns zum Beispiel aus Skandinavien, direkt frisch aus der Fabrik. Und ja, das sind natürlich Sachen, was natürlich einen Qualitätsunterschied ausmacht. Und zum anderen kommt natürlich auch meine Erfahrung oder meine Kontakte aus meinem alten Job in Deutschlands größter Futtermittelproduktion. Dort haben wir ja Mischfutter hergestellt gehabt für Schweine, Kühe, sonst irgendwas. Da konnte ich natürlich früher einige Kontakte knüpfen zu, sage ich jetzt mal, Fischzuchten oder auch zu Produzenten von Vormischung oder Aminosäuren, sowas. Gerade die Kontakte in die Fischzucht, die machen wir uns natürlich hier auch zunutze. Wir setzen zum Beispiel Mehle ein, die dort ja, in großen Mengen verfüttert werden, die natürlich darauf aus sind, dass die Fische schnell wachsen, die Fische mehr fressen. All das wird natürlich bei uns in die Produkte mit reingemischt. Und ich denke schon, dass wir uns damit abheben vom Markt. Wie gesagt, ich möchte nicht über andere Firmen urteilen. Ich denke mal gerade, man hat es vielleicht auch im Produktionsvideo unser Fermentor Ranch gesehen, was wir uns hier teilweise für eine Arbeit machen mit der Herstellung von Vormischung, Vorprodukten, wie zum Beispiel im Fermentor speziell das Maismehl, was wir selbst fermentieren, mit Enzymen behandeln, dann fermentieren und dann in unsere Produkte einrollen. Das sind halt alles Sachen, dieses Fermentieren von dem Maismehl, das habe ich persönlich noch nirgendwo gesehen auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob wir die Einzigen sind, die es machen. Scheint so. Oder zum Beispiel auch unser Protex-Mix. Das ist halt auch ein Mix, da steckt halt richtig was drin. Und ja, es spiegelt sich halt auch am Ende am Wasser wieder. Wir haben etliche Kunden, die überragende Erfolge mit unseren Produkten feiern und einfach mehr fangen als alle anderen am Wasser, ja. Man muss sich halt auch mal vorstellen, man angelt an einem Baggersee, 30 Hektar, dort angeln 40 Leute regelmäßig, viele Futterplätze. Ja, was macht man dann? Füttert man dann die 0815 Murmeln oder füttert man wirklich hochwertiges Futter, wie zum Beispiel ein Protex Boilie und fängt einfach überdurchschnittlich mehr als die anderen. Das muss sich halt jeder mal vor Augen führen. Und wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die am Ende halt auch den Unterschied machen. Und ja, und dadurch zeichnen wir uns auf jeden Fall aus. Gut, das dazu. Dann gibt es hier noch einen netten Kommentar. Mega Format, weiter so. Und was ist dein absoluter Lieblingsköder generell? Ja, mein absoluter Lieblingsköder ist, wer mich kennt, auf jeden Fall Protex Boilies, unsere Protex Range. Das ist halt ein Boilie, der ist jetzt schon, ich würde sagen, 15 Jahre produziere ich diesen Boilie. Natürlich in der Anfangszeit haben wir immer wieder diesen Köder verbessert, dann wieder Sachen rausgenommen, wieder verbessert. Und als ich dann vor 5 Jahren mit der Firma gestartet habe, war das halt auch der Boilie, der direkt zum Bestseller geworden ist bei uns im Shop. Also die Leute haben die Murmeln gefischt und waren direkt voller Freude. Sie haben gefangen, mehr als alle anderen. Und ja, Protex funktioniert halt immer. Bei Instagram hat sich mittlerweile sogar schon der Hashtag gebildet, Protex regelt. Geht einfach immer an allen möglichen Gewässertypen. Hat sich in komplett Europa bewährt gehabt. Also wenn ich mich für einen Köder entscheiden müsste, dann ist es natürlich der Protex. Es gibt natürlich auch Situationen, wo andere Boilies besser sind, aber dafür haben wir natürlich auch ein breit gefächertes Produktportfolio, wie zum Beispiel unsere Instant Boilies. Oder wenn viel mit Fischmehlködern am See gefischt wird, dann ist natürlich auch der Fermentorköder eine sehr gute Wahl und eine sehr gute Alternative zum fischmehlhaltigen Protex-Köder. Genau. Also ich oder mein Lieblingsköder ist auf jeden Fall der Protex-Boilie. Dann hat uns noch der Adam eine
nette Frage geschickt. Wie kannst du deinen Futterplatz noch intensiver machen in 6 Meter Tiefe, wenn die Karpfen nur an der Oberfläche stehen? Ist eigentlich eine relativ schwierige Frage. Es kommt halt immer aufs Gewässer an, auf den Gewässertypen. Aber klar, Fische oder Karpfen stehen halt auch mal an der Oberfläche. Gerade auch im Sommer, wenn es richtig heiß ist, sonnen sie sich unter der Oberfläche und dann ist man halt mit seinem Futter unten auf dem Grund auch machtlos, sag ich mal. Wenn man die Fische nach unten ziehen möchte, dann würde ich vielleicht mal versuchen mit Futter, welches relativ langsam absinkt. Man kann zum Beispiel Haferflocken oder sowas soaken. Vielleicht auch unterschiedlich soaken, manche durchsoaken, manche nur ein paar Minuten soaken, sodass man halt immer wieder so einen Up-and-Down-Effekt in der Wassersäule erzeugt und ja, vielleicht kriegt man die Fische dann so auf den Grund. Ich denke aber trotzdem, dass man immer Fische auf dem Grund auch fangen wird, weil Fische, die fressen, oder die Karpfen speziell, fressen vom Grund und ich denke mal, jeder Karpfen schwimmt auch auf den Grund, um dort Futter aufzunehmen. Deswegen, klar, gibt es im Sommer Stunden, wo die Fische nur an der Oberfläche stehen und ja, man muss es einfach mit leicht sinkendem Futter probieren, unten vielleicht auch sehr attraktives Futter anbieten und dann hoffen, dass die Fische auch runterkommen. Wir machen übrigens heute ein paar Fragen mehr. Ich glaube, gestern habe ich hier meine Fragen zusammengestellt gehabt und ich glaube, es sind mittlerweile 80 oder 90 Fragen zusammengekommen, die wir auf jeden Fall beantworten wollen. Wir wollen eigentlich jede Frage beantworten. Deswegen habe ich dieses Mal 12 Fragen oder 11 Fragen ausgewählt. Und ja, wir beantworten auf jeden Fall alle eure Fragen. Ihr müsst einfach unsere Serie Frag Marco regelmäßig verfolgen. Dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Antwort von mir. So, kommen wir zur nächsten. Jeder hat seine Lieblingsrichtung in Sachen Boilies. Bist du eher der fischige Typ oder lieber süß und fruchtige Boilies? Ja, das habe ich ja eigentlich eben schon mit der Frage nach meinem Lieblingsköder beantwortet. Protex Boily, das ist auf jeden Fall ein fischmehlhaltiger Köder. Ich stehe da drauf. Karpfen sind von Natur aus auf der Suche nach tierischen Proteinen. Warum also dann andere Boilies oder Kohlenhydratköder anzubieten, ja? Oder zu fischen? Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch gerne mal fruchtige oder Kohlenhydratköder angel, aber zu 90% sind es halt wirklich Köder auf tierischen Proteinen, sprich Fischmehl oder Insektenprotein gibt es ja mittlerweile auch, aber ich bin auf jeden Fall ein Fan von fischigen Boilies, wie zum Beispiel Complete Fish oder wie gesagt schon Protex Boilies. In manchen Situationen beim Instant-Angeln sind natürlich auch sehr, sehr gut Kohlenhydratköder einzusetzen oder Köder auf Milchproteinbasis, wie zum Beispiel unsere Instant-Boilies. Schön auffällig, schnell löslich, geben schnell die Attraktoren ans Wasser frei. Das sind halt solche Situationen, wo ich dann auch gerne mal auf fischige oder, Entschuldigung, auf fruchtige oder natürlich Kohlenhydratköder setze. Genau. Das wäre dann die Frage. Kommen wir zum nächsten. Hätte mal eine Frage. Sind noch weitere Kohlenhydratköder bei euch geplant? Also aktuell haben wir da nichts geplant. Ich denke, mit dem Fermentor-Köder oder mit der Fermentor-Range haben wir das Maximum aus einem Kohlenhydratköder rausgeholt. Ich denke, da braucht man sich jetzt nicht noch das Lager mit einer zweiten Kohlenhydratsorte voll machen. Wir haben zum Beispiel unsere Instant-Köder, sind eigentlich auch Kohlenhydratköder. Man muss sich ja fragen, was ein Kohlenhydratköder ist. In meiner Welt ist es ein Köder ohne Fischmehl. Deswegen haben wir unsere Fermenter-Range, unsere Instant-Range ohne Fischmehl. Warum dann noch einen extra separaten Köder mit ins Programm nehmen? Wir haben schon keinen Platz mehr am Lager. Deswegen, ja, wir haben vielleicht noch, ich weiß nicht, wann. Es erscheint wahrscheinlich in den nächsten Tagen das Video. Da sind vielleicht noch ein paar von unseren Yeasty Bananas. Ist auch ein Kohlenhydratköder verfügbar. Und das war ja mal eine Special Edition. Da hatten wir ja noch mal welche nachgerollt gehabt. Ein paar Säcke sind, glaube ich, noch auf dem Lager. Vielleicht probierst du die mal. Oder halt unsere Fermentor Range.
So, der Sven, der fragt, meine Frage, was ist in deinen Augen wichtiger in einem Bolli? Buttersäure oder vorverdautes Fischmehl? Oder gar nicht notwendig? Das ist eigentlich so eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann. Das sind beide super Attraktoren, die man einsetzen kann. Ich bin zum Beispiel kein Fan davon, Bollis zu machen, die ein riesen Mischmasch sind, sag ich mal, ja. Also ich bin eigentlich ein Freund, wenn man jetzt einen Bolli macht, dass man ein, zwei, drei Attraktoren dort einsetzt. Das ist in meinen Augen auf jeden Fall ausreichend. Ich habe zum Beispiel auch schon die Erfahrung gemacht in Bollis, die wir getestet haben, wo wir zum Beispiel Rinderleberextrakt drin hatten und Buttersäure. Diese Kombi, die funktioniert zum Beispiel in unserem Test nicht ganz gut so. Oder hat nicht gut funktioniert. Ich schätze mal, dass es irgendwie an der Buttersäure lag. Das ist halt ein Stoff, der nicht in allen Bollis so wirklich funktioniert. Deswegen, wir haben Buttersäure auch im Einsatz, allerdings nicht in allen Sorten. Halt in den Sorten, wo wir meinen, dass es halt wirklich was bringt. Und vorverdautes Fischmehl setzen wir auch ein, aber wie auch schon die Buttersäure natürlich nicht in allen Bodies. Deswegen, es ist immer, kommt immer auf die einzelnen Zutaten an, auf die einzelnen ja, Attraktoren, wenn man alles zusammenmischen will. Das war früher zum Beispiel auch, da hatten wir irgendwie eine günstige Quelle aufgeschnappt für GLM, Fischprotein, Rinderleber, was weiß ich noch, was wir da noch alles hatten. Und das dann alles in einen Bolli reingemischt, das wurde am Ende ein Riesenchaos, hat sich nicht mehr verarbeiten lassen. Man muss halt auch schon immer gucken, welche Stoffe und welche Mehle, welche Zutaten halt zusammenpassen. Und beide Stoffe, Buttersäure und vorverdautes Fischmehl, hat seine Daseinsberechtigung und funktioniert auch, aber nicht halt im Mischmasch. Deswegen, ich kann jetzt auch nicht sagen, welches besser ist. Es sind beides wirklich Top-Attraktoren und im richtigen Mix eingesetzt, ist das auf jeden Fall eine Macht. So, dann haben wir die Seite auch. Nochmal schnell was trinken. So. Dann fragt der Hendrik Terbeck. Moin Marco, wieder mal sehr informativ. Vielen Dank. In welchen Situationen setzt du auf Kohlenhydrat-Boilies? Und in welchen Situationen auf Fischmehl-Boilies? Ja, habe ich ja auch schon mehrfach beantwortet eigentlich. Genau, Fischmehl-Boilies setze ich halt sehr, sehr gerne auf Futterplätzen, auf Langzeitfutterplätzen ein. Dort meistens Complete Fish in Verbindung mit ein paar Protex-Boilies untergemischt, ist meiner Meinung nach eine unschlagbare Kombination. In unterschiedlichen Durchmessern. Ja, Kohlenhydratköder kommen bei mir eigentlich zum Einsatz, wenn zum Beispiel sehr, sehr viele Wälse im Gewässer sind. Ich war zum Beispiel, oder ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, im letzten oder im vorletzten Video am Cassien. Dort gibt es halt etliche Wälse. Ich habe auch auf Kohlenhydratköder etliche Wälse gefangen. Ich denke aber, auf Fischmehlköder hätte ich noch wahrscheinlich das Doppelte gefangen. Und ja, deswegen in welsverseuchten Gewässern setze ich wirklich auch Kohlenhydratköder in größeren Mengen ein, wie ich das auch bei Fischmehlködern auf meinen Futterplätzen tue. Und Fermentor-Bollies eignen sich dafür sehr, sehr gut. Und unsere Instant-Bollies sowieso zum Instant-Angeln, gerade in Südfrankreich. Dort ist nicht vorgefüttert. Sehr, sehr klares Wasser. Da sind solche auffälligen Köder natürlich eine absolute Waffe und ja, definitiv ein Versuch wert. So, der Philipp Bittner, der schreibt: Wenn du dich entscheiden müsstest, welche Jahreszeit würdest du nur noch fischen wollen? Puh, das ist eigentlich schwer zu beantworten. Ich glaube, das ist. Also, ich fische am liebsten im Sommer. Oder wenn es warm ist, jetzt im Winter habe ich eigentlich wenig Lust. Ich habe es bis Ende Dezember durchgezogen, war jetzt in Südfrankreich eine Woche. Aber selbst da hast du halt minus 5 Grad nachts und frierst dir halt wirklich den Arsch ab.
Wenn ich mir eine Zeit aussuchen müsste, ich glaube, ich würde ja das Frühjahr sogar nehmen. Also die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre habe ich sehr, sehr gut im Frühjahr gefangen. Gerade wenn das Wasser warm wird, die Fische haben Bock wieder zu fressen, gerade vor der Laichzeit auch. Also ich würde sagen, Frühjahr bis zur Laichzeit ist eigentlich eine Top-Zeit. Zumindest die letzten 4 Jahre und zumindest in meiner Region hier, das war die Top-Zeit. Der super goldene Herbst, der früher immer angepriesen wurde, den gibt es, glaube ich, so nicht mehr. Ich glaube, da fliegt einfach mittlerweile zu viel Futter rein. Zu viele Fische werden schon vor dem Herbst mehrfach gehakt in den Gewässern. Und ich glaube, deswegen gibt es diesen Fressrausch im Herbst nicht mehr. In Frankreich kann man es noch ganz gut miterleben manchmal. Das ist aber dann auch eher der Übergang vom Sommer in den Herbst. Ich sag mal Ende August, Anfang September, wenn die ersten Stürme und Wetterumschwünge nach dem heißen Sommer kommen. Das ist eine super geile Zeit für richtig viele und auch große Fische. Aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Zeit nehmen, ich sag mal März bis Anfang Juni, bis die Fische gelaicht haben. Also das ist echt eine Top-Zeit. Man kann wieder im T-Shirt am Wasser sitzen und muss keine Gasheizung mitschleppen. Das ist das, wofür ich mich entscheiden würde. So, genau, die nächste Frage. Wie stehst du persönlich zu Bodies mit sehr hohem Proteingehalt im Sommer? Oder steigst du lieber um auf Kohlenhydratköder? Gibt es Vor- oder Nachteile bei der Fischerei im warmen Wasser? Ja, da sind natürlich mehrere Fragen zusammen. Also ich fische zum Beispiel auch Fischmehlköder mit hohem tierischen Proteingehalt, auch im Sommer. Man muss natürlich immer gucken, dass das Futter auch angenommen wird, dass das Futter gefressen wird. Und ich sehe da eigentlich kein Problem drin, einen hohen Proteingehalt zu fischen. Also man muss natürlich auch vorher mal festlegen, was ein hoher Proteingehalt ist. Unsere Köder haben maximalen Proteingehalt von 38%. Mehr kann ein Fisch sowieso nicht umwandeln. Und höhere Proteingehälter, die würden den Fisch natürlich auch belasten, weil er es halt nicht verwerten kann. Und es kann natürlich auch zum Tod des Fisches kommen. Hat man auch schon in der Vergangenheit in den Medien gehört, in Karpfenmedien sage ich jetzt mal. Da musst du halt mal nachschauen, was da vorgefallen ist. Ob es da wirklich an dem Proteingehalt gelegen hat, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur die Situation an unseren Gewässern hier im Umkreis bewerten und ich denke, Fischmehlköder mit einem ausgewogenen Proteingehalt kann man auch das ganze Jahr über fischen. Ob ich auf Kohlenhydratköder umsteige, es kommt immer auf die Situation, wie gesagt, an. Ja, wenn ich instant losgehe, fische ich sehr gerne auch mal einen Kohlenhydratköder und zu 90% der Fälle ist es eigentlich ein fischmehlhaltiger Köder. Deswegen, ich sehe auch keine Nachteile im warmen Wasser. Unsere Köder arbeiten das ganze Jahr im Wasser, egal bei welchen Temperaturen. Im Sommer geht es natürlich teilweise auch schneller mit der höheren Wassertemperatur. Man muss natürlich gucken, im Sommer kann es halt schon mal sein, wenn man zu attraktiven Köder angelt. Protex ist sehr, sehr attraktiv, Instant Bodies sind sehr, sehr attraktiv, wie es dann halt auch mit Mitessern aussieht im Wasser. Im warmen Wasser, da krabbelt alles, da hat man, was weiß ich, kleine Krebse. Teilweise sogar mittlerweile Garnelen bei uns hier, Süßwassergarnelen, Grundeln, die fressen halt mit. Der Body wäscht halt schneller aus und ja, man muss halt gucken, wie man dann vorgeht. Also, aber einen großen Nachteil sehe ich da halt nicht. Wir haben auch unsere harten Hookbaits im Programm, deswegen meiner Meinung nach nicht, gibt es keine Nachteile. Genau, dann kommen wir zur vorletzten Frage schon vom David. Moin Marco, wie immer ziemlich interessant. Vielen Dank dafür. Bekommt ihr viele Anfragen bzw. Rezepte, die ihr abrollt und am Überlegen seid, diese mit dem Ersteller zu verhandeln und in die Range hinzuzufügen? Nach Testphasen natürlich.
Ja, das ist halt immer so eine Sache. Wir haben natürlich auch Kunden, die gerne ihre eigenen Mixe bei uns rollen lassen. Also wir sollen die dann mischen und über unsere Anlagen laufen lassen. Das machen wir nicht mehr, schon seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren nicht mehr. Das hat immer zu Problemen geführt. Das größte Problem, ich muss mal eben was trinken. Das größte Problem war eigentlich immer, dass diese Leute, die ihre eigenen Mixe bei uns angefragt haben, ja, die haben natürlich auch schon ihre Köder bei anderen Firmen rollen lassen. Und ja, von Firma zu Firma sehen diese Bodies natürlich am Ende, wenn sie beim Kunden angelangt sind, anders aus. Wie kann das sein? Das kann natürlich dadurch kommen, dass wahrscheinlich der Produzent der Köder nicht das reinmischt, was in der Mixtur drinsteht. Oder es kann natürlich sein, dass minderwertige Produkte eingesetzt werden, Zutaten. Nicht jedes Fischmehl ist gleich. Es gibt da 1000 verschiedene. Und so kommen dann halt natürlich auch die Unterschiede am Ende zustande. Das kann sich dann natürlich im Geruch widerspiegeln oder halt auch im Aussehen der Köder. Und das haben wir 2-3 Mal gemacht gehabt. Und ja, eigentlich war jedes Mal die Nachfrage, warum riecht der Köder denn jetzt anders als bei Firma XY? Wir haben die beste Qualität an Zutaten hier auf Lager. Wir können nur diese Produkte einsetzen oder wir wollen nur diese Produkte einsetzen. Deswegen, nee, also wir haben natürlich auch aktuell noch solche Anfragen, aber die versuchen wir natürlich immer irgendwie auf unsere Mixe switchen. Ja? Also unsere Mixe könnt ihr jederzeit ab 30 Kilo Abnahme so rollen lassen, wie ihr sie haben wollt. Natürlich man kann dafür natürlich einen Complete Fish Mix nehmen, der verträgt einiges. Da kann man einen anderen Flavor oder so reinrollen lassen oder ein Gewürz, wenn wir es dann auf Lager haben. Aber ist eigentlich nicht notwendig, weil wir haben fängige Bodies im Programm. Deswegen warum auch was anders machen, ja. Genau, aber ja, das hatten wir zum Beispiel noch nie gehabt, dass wir jetzt irgendwie ein Body gerollt haben für einen Kunden, den wir dann so geil fanden, dass er dann irgendwann ins Programm aufgenommen wird. Also wir haben viele eigene Ideen und auch für die Zukunft einige Ideen und ja, daran halten wir uns auch. Da brauchen wir eigentlich keine Rezepte von außerhalb und ja, das wäre jetzt eigentlich auch so, ja, wie es sein sollte, meiner Meinung nach. Ja, kommen wir zur allerletzten Frage vom Louis. Der fragt, ihr habt da jetzt schon einiges an Tackle unter eurem Namen laufen, kommt da auch noch mehr, wie Taschen, Routen etc. Ja, wir haben unser Endtackle-Programm, was wir auch weiter ausbauen möchten. Wir haben ja jetzt mittlerweile die Haken im Programm umgeschliffen und geschliffen. Dann haben wir jetzt unsere Wirbel, die nach und nach eintrudeln. Und April, Mai, da kommt dann unser Schnursortiment. Es wird Schnüre geben, geflochten, mono, in unterschiedlichen Durchmessern. Dann gibt es Snackleader, dann gibt es Fluorocarbon und als fünftes gibt es noch einen bleifreien Leader, also sprich Leadcore, halt bleifrei, sehr schwer, was sehr schnell auf den Grund sinkt. Und damit haben wir eigentlich das abgedeckt, was wir wollten vorerst. Und das heißt aber jetzt nicht, dass wir die Endtackle Range so belassen. Wir haben Bock, da noch uns ein bisschen weiter reinzusteigern und euch Produkte halt anzubieten, die wir halt auch benutzen. Und warum soll man da das Endtackle Sortiment nicht noch weiter ausbauen? Ne? Genau, Tackle, also weiteres Tackle wie Taschen und sowas, das wird es auf gar keinen Fall von uns geben oder unter unserem Logo geben, weil ihr seht es gerade selber, die Situation mit Corona. Oder die Situation in China mit den Containerpreisen, die durch die Decke gegangen sind. Da bin ich wirklich froh, dass ich Bollies mache und die Zutaten in Europa kaufe und nicht auf diese Containerware angewiesen bin. Wir haben übrigens auch unsere Haken und auch die Wirbel, die kommen aus der EU. Das heißt, wir haben mit China aktuell überhaupt nichts zu tun. Und das ist wirklich... ja, da mache ich 3 Kreuze, das habe ich auch schon mehrfach zu meinen Jungs hier gesagt. Zum Glück machen wir keinen Tackle, weil dann könnte man die Firma sogar fast dicht machen, weil
Ihr seht selber in den Angelshops, es ist kaum was lieferbar. Jetzt ist gerade unsere Aufnahme abgebrochen. Wir hatten nämlich noch Aufnahmen aus Südfrankreich jetzt auf der Kamera oder auf der Speicherkarte. Und die war jetzt leider voll. Haben wir gerade getauscht und jetzt geht's halt weiter. Soll nicht vorkommen, aber es kommt vor. Ist halt Real Talk hier bei uns aus der Halle. Und mein Gott, was soll's. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Tackle, glaube ich. Ja, Tackle gibt's auf jeden Fall nur Endtackle von uns. Keine Taschen oder sonst was. Einige hatten ja auch schon nachgefragt, ob es nicht auch Schlauchboote bei uns geben wird. Nee, habe ich keine Lust zu. Mit der aktuellen Situation in China, mit den Containerpreisen und all dem ganzen Kram, das tue ich mir nicht an. Schlauchboote habe ich mir übrigens letztes Jahr noch vor der Preissteigerung gekauft, 2 Stück, privat. Und ja, ihr seht es jetzt aktuell, die Preise gehen beim Tackle, bei den Schlauchbooten hoch. Und gerade Schlauchboote kauft man in meiner Welt nicht bei irgendwie einer Baitbude, die sich auf Bait spezialisiert hat, sondern die soll man wirklich oder sollte man bei einer Firma kaufen, die sich auf Schlauchboote spezialisiert hat. Dort hat man den richtigen Ansprechpartner und das zum Tackle. Das waren jetzt auch alle Fragen. 12 Fragen haben wir diesmal beantwortet. Wir sind, glaube ich, jetzt schon bei einer Zeit von über einer halben Stunde. Wird auf jeden Fall eine lange Ausgabe. Ja, kommen wir zu den Neuheiten. Neuheit. Oder ist eigentlich keine Neuheit, sind unsere Washed-Out-Pop-Ups. Die gab es ja bis vor ein paar Wochen in 3 verschiedenen Farben. In Weiß, in Washed-Out-Pink und in Washed-Out-Gelb. Jetzt mussten wir neue produzieren und wir haben noch eine Farbe hinzugegeben. Und zwar das Washed-Out-Orange. Orange ist auch bei unseren Fluo-Pop-Ups eine super Farbe, die auch gerne gekauft wird. Deswegen haben wir Orange hinzugefügt. Wir haben auch noch einen Flavor noch hinzugefügt oder einen Ester haben wir noch hinzugefügt. Ist eigentlich gleich geblieben. Es riecht ein Ticken fruchtiger als die letzten Chargen der Washed Outs. Ab sofort im Shop in 14 und in 16 mm. Ja, das war eigentlich schon die Neuigkeit. Was gibt's noch? Ach so, eine ganz große Neuigkeit oder eine gute News, sage ich mal. Ist, dass wir hatten ja das, oder ich glaube, ich habe es letzte Mal im Frag Marco erwähnt gehabt, unsere Spicy Fishbowl Boilies. Da gab es, glaube ich, eine Frage bezüglich, warum wir die nicht in die Compete Fish Range integrieren. Da habe ich ja erklärt gehabt, das lag halt an den hohen Preisen für die Gewürze, die wir einsetzen. Darauf hat sich ein Kunde von uns gemeldet, der ein Gewürzgroßhandel hat und der hat uns angeboten, zu wirklich richtig guten Konditionen die Gewürze bei ihm zu kaufen. Wir haben auch Preise von ihm bekommen, wir haben Muster von ihm bekommen und ja, wir haben die Chargen gerollt gehabt oder wir haben eine Charge gerollt gehabt, ist komplett identisch mit den Gewürzen, die wir in den Spicy Fish Bowl Test Boilies eingesetzt hatten. Deswegen gibt es jetzt die Neuigkeit, dass wir die Spicy Fish Bowl Boilies nicht Spicy Fish Bowl Boilies nennen, sondern wir integrieren die in die Complete Fish Range. Das heißt, es gibt ab März gibt's den Complete Fish and Spice Boilie zum Preis von der üblichen Complete Fish Range. Genau, also es wird für euch deutlich günstiger. Dafür auf jeden Fall ein fettes Dank an unseren Kunden, der uns das ermöglicht hat. Und da kann man mal sehen, was das hier oder was die Arbeit hier mit dem Frag Marco Videodrehs ja, mit sich bringt. Dass man halt nicht nur Arbeit hat, sondern am Ende auch ja, in alle Richtungen Nutzen ziehen kann. Ihr könnt Nutzen ziehen, wir haben einen kleinen Vorteil dadurch. Und dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ende nächster Woche bin ich mit unserem Teamer Steven Greif am Wasser. Dort filmen wir ein Video. Für 1 oder 2 Nächte, wissen wir jetzt noch nicht. Wir machen es auch ein bisschen wetterabhängig. Und genau, das nächste Frag Marco gibt es dann oder filmen wir nächste Woche direkt vom Wasser. Und da werde ich euch auch ein bisschen mehr informieren über unsere Online-Messe, die bald stattfinden wird. Und über die Hausmesse, die wir wirklich eigentlich durchziehen wollen. Und ja, schauen wir einfach. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der
bei der Ausgabe im Februar, Frag Marco. Vielen Dank für euer Interesse und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Also, haut rein!